Was wir hier sehen, ist eine Übung Rettung einer freihängenden Person, durchgeführt durch ein Rettungsteam von einem Offshore-Rettungshubschrauber der Northern Helikopter. Dieses Rettungsteam besteht aus zwei Mann. Zwei Mann ist die medizinische Besatzung in einem Rettungshubschrauber, sprich ein Rettungsassistent und ein Notarzt. Und die beiden sind draußen, wenn es ganz dumm läuft, alleine bei der Versorgung eines Patienten, der in einer Windenergieanlage verunglückt ist. Das heißt, sie müssen ein Rüstzeug haben, um dort den Patienten auch aus der prekären Situation, in diesem Fall freihängend, in seiner Selbstsicherung retten zu können. Dazu sind sie ausgerüstet mit einem Höhenrettungsgerät und ein paar wenigen Anschlagbändern etc., um halt autark arbeiten zu können. Wir sehen jetzt, dass sich der Retter zu dem Patienten abseilt, dort den Patienten in seine Sicherung nimmt, ihn dann aus seiner prekären Lage, sprich er hängt frei und kann sich selbst nicht helfen, rausholt, dadurch, dass er den Zug von dem Seil nimmt und sich anschließend mit ihm abwinscht. Aber ich stelle mir vor, das ist doch ein großer Kraftakt, dann zwei Personen in die Höhe oder nach unten zu hieven. Genau, nach oben ist es recht anstrengend, deswegen ist der klassische Weg nach unten. Nach oben kann man mit reiner Muskelkraft tatsächlich nicht viel mehr wie 10 Meter machen. Nach unten ist es einfach, wie man sieht. Ja, nach oben geht es, wenn man ein elektrisches Hilfsmittel nimmt, sprich einen sogenannten Akkubohrer oder wie ein Akkubohrer funktionierendes Gerät, das man auf das Höhenrettungsgerät anbringen kann. Der klassische Weg ist aber nach unten. Nach oben wird man vor allen Dingen im Turm durch Mannlöcher und Ähnliches einen Patienten transportieren müssen. Dass wir das jetzt hier draußen freihängend sehen, hat vor allen Dingen darstellerische Gründe. Die klassische Situation ist im Turm in einer Leiter hängend, abgestürzt zwischen den einzelnen Etagen in einem Turm. Und die freihängende Person ist ein denkbares Szenario, aber nicht üblich. So, jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, besteht so eine Rettungsmannschaft aus Pilot und zwei Mann, nee, oder? Der Hubschrauber ist besetzt mit 5 Mann, 2 Piloten, weil wir über Nacht über Wasser fliegen und durch die Nacht, da muss man mit 2 Piloten fliegen, einem Windenoperator, einem sogenannten Hostoperator und dem Rettungsteam aus Notarzt und Rettungsassistent. Und jetzt sind die ja nach unten. Wie geht's dann weiter? Dann müssen sie ja noch in den Helikopter. Genau. Der nächste Absatz in so einem Turm ist entweder einer der Zwischenbalkone, wenn vorhanden, oder unten das Transition Piece. Und dort muss der Patient dann abgeborgen werden. Das heißt, der Helikopter kommt an das Transition Piece, führt ein sogenanntes Schrägseilverfahren durch, bei dem ein Seil schräg zu dem Patienten heruntergebracht wird. Der Helikopter geht dann auf Höhe und Patient und Notarzt können aufgewünscht werden. Wir sind jetzt hier im Maritimen Trainingszentrum Wesermarsch. Das ist eine Einrichtung, die ursprünglich mal als Public-Private Partnership geplant war und jetzt dann dankenswerterweise vom Landkreis Wesermarsch übernommen wurde, vor roundabout 5 Jahren, als der Private Partner in dieser PPP ausgefallen ist. Das Maritime Trainingszentrum teilt sich in zwei große Bereiche. Wir stehen jetzt in dem sogenannten nassen Bereich, kann man ja sehen. Hier nebendran sind Umkleiden, da sind Duschen, kann man auch mal gleich um die Ecke gucken, wenn nicht gerade jemand am Duschen ist. Und die Teilnehmer kommen also aus dem Bereich Eingang, gehen durch die Umkleide so hier in die Halle. Was in der Halle möglich ist, sehen wir gleich. So, jetzt habe ich neben mir den Stefan von WindGuard. Was hat die WindGuard mit diesen Simulationen zu tun? Also es ist ganz wichtig, dass alle Menschen, die auf See arbeiten, in den Offshore-Windparks wissen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie in eine Notlage kommen. Das kann passieren auf dem Weg dorthin. Das heißt, Wasserrettung ist ein wichtiges Thema. Sea Survival ist das Schlagwort. Was muss ich können, wenn ein Unfall auf See passiert? Aber es ist auch eben ganz wichtig zu wissen, wenn Bergung mit dem Hubschrauber, zum Beispiel von der Windkraftanlage oder aus dem Wasser vor der Windkraftanlage ein Thema wird, wie verhalte ich mich? Ein anderer wichtiger Aspekt, da stehen wir jetzt
gerade davor ist das Hubschrauber-Unterwasser-Ausstiegstraining. Das heißt, bei regelmäßigem Versatz mit dem Hubschrauber zur Baustelle oder in den dann laufenden Windpark und zurück, muss man darauf vorbereitet sein, was tue ich, wenn da mal ein Unfall passiert. Jetzt arbeitest du ja auch auf See. Hast du diese Trainingsmaßnahmen auch schon durcherlebt? Ja, das Schöne ist, wenn ich mit Kunden spreche, die diese Trainings buchen, kann ich immer ganz ehrlich sagen, da wo ich rauskomme, kommen auch alle anderen raus. Mhm. Ich habe das auch gemacht. Ich weiß wirklich, wovon wir hier erzählen. Und auch wenn das paradox klingt, wenn ich dann sage, wenn der Hubschrauber gedreht ist und wir den Ausstieg üben, ist es leichter, als wenn er nicht gedreht ist. Dann staunen die Leute immer. Aber ich kann dann auch genau erklären, warum das tatsächlich leichter ist. Aber was mich jetzt nur wundert ist, in den Offshore-Parks, sind denn da ständig Menschen vor Ort? Es sind in der Errichtungsphase, und das zieht sich ja manchmal auch über einen längeren Zeitraum hin, ganz viele Menschen da vor Ort. Da sind ganz viele Schiffe, da sind ganz viele unterschiedlich große Schiffe. Da sind Teams, die den Aufbau machen, die Inbetriebnahme machen, aber auch später im Betrieb. So ein Park ist angelegt auf eine Lebensdauer von rund 20 Jahren, sind immer wieder noch Leute draußen, die die wiederkehrenden Prüfungen machen, die Inspektionen machen, die natürlich Troubleshooting machen. Es kostet sehr viel Geld, wenn so eine Mühle steht, die muss drehen. Das heißt, auch dann über diese gesamte Zeit von 20 Jahren viele Menschen draußen. Aber übernachten kann man nicht da auf so einer Anlage? Es hat schon einen Fall gegeben, da haben Techniker auf der Anlage übernachten müssen. Müssen? Das ging ja durch die Medien. Genau, weil das schlechte Wetter es verhindert hat, dass sie zurückkamen. Dafür gibt es dann auch Einrichtungen, da gibt es Lebensmittel, es gibt Trinkwasser, Getränke, es gibt Schlafsäcke etc. bis hin zu. Im Kartenspiel gehört auch dazu. Das ist aber wirklich der Notfall. Was aber jetzt eben, weil die Parks ja immer weiter vor der Küste stehen, der Regelfall sein wird. Entweder hat man ein sogenanntes schwimmendes Hotel, das heißt dann auf Englisch Floatel, oder man hat eine separate Offshore Accommodation Plattform, also eine Plattform, wo wirklich nur in Anführungszeichen gewohnt wird. Oder es gibt Kombinationen, wo die Konverterstation und die Wohneinheit zusammen auf einer Plattform sind. Also da gibt es ganz unterschiedliche Lösungsansätze, und es ist tatsächlich so, dass die Menschen dann 2 Wochen draußen arbeiten, dann wieder 2 Wochen an Land sind, so wie man das als Schichtmodelle aus der Öl- und Gasindustrie kennt. Und was ist deine Aufgabe bei WindGuard? Meine Aufgabe ist es, mit meinen Kollegen, mit dem Team, hier eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu machen, damit die Menschen, die da draußen arbeiten, nicht nur das Gefühl haben, sondern sicher sein können, wenn etwas passiert, ich weiß mir zu helfen und mir wird geholfen. Also wir üben ja hier zum Beispiel auch das Abbergen aus dem Wasser durch die Rettungsflieger, wie die ganze Rettungskette vom Unfall bis nachher Versorgung im Krankenhaus funktioniert. Da gehört das Training in Brandschutz dazu. Da gehört dazu, wie klettere und sichere ich mich richtig auf den Anlagen. Da gehört dazu, dass wir eben auch im Freiwasser Übungen machen draußen in unserer Hunte. Also das ganze Programm bis hin zu den Erste-Hilfe-Maßnahmen, die man können sollte. Die Leute sind in der Regel in Dreierteams nachher draußen, vorher sind es größere. Aber dann ist es schon gut, wenn ich weiß, du bist genauso gut ausgebildet wie ich. Wenn mir was passiert, kannst du mir helfen und umgekehrt. Also Erste Hilfe, auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Und natürlich auch das Vertrauen gegenüber den anderen Kollegen.